E-Commerce an der Bildungsmesse in Zürich. Ein riesen Erfolg und ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichsten Weiterbildung von der Schweiz im Bereich E-Commerce. Sanitas, EWZ, Swiss. Das sind nur ein paar wenige von diesen namhaften Unternehmen, die unter anderem an der Bildungsmesse in Zürich vertreten waren. In den letzten 1,5 Jahren haben wir über 1'500 Leute erfolgreich im E-Commerce ausbilden können. Und genau aus dem heraus haben wir es eben geschafft, dass wir an der Bildungsmesse in Zürich einen Platz haben dürfen bekommen. Und das war genau das Ziel, dass wir wirklich mal mit dem E-Commerce das Vertrauen in die neuen digitalen Geschäftsmodelle stärken können. Die Bildungsmesse war die ganzen 3 Tage ein voller Erfolg. Wir haben unzählige Leute kennenlernen, die uns schon seit Monaten verfolgen oder auch Leute, die schon im E-Commerce dabei sind. Wir haben mega viele spannende Gespräche führen. Wir haben auch Accessoires dabei, die wir verschenken können. Wie beispielsweise der begehrte E-Commerce Schlüsselanhänger. Wir haben zusätzlich auch Produkte mitgenommen, physisch vor Ort, die wir anschauen konnten, einfach um ein bisschen Inspiration zu bekommen, was kann man denn auf dem eigenen Online-Shop verkaufen. Und was uns enorm gefreut hat, wir haben ein exklusives Interview mit dem Messeleiter persönlich führen. Am besten tauchen wir doch gerade ein. Herzlich willkommen am 3. Tag der Bildungsmesse in Zürich am Zürcher Hauptbahnhof. Grosse Ehre, wir haben den Messeleiter bei uns, der mal ein bisschen erzählen kann, wie jetzt so das Ganze abgelaufen ist, die letzten 3 Tage. Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen an der Messe, der Bildungsmesse. Wir sind sehr zufrieden mit dem Besucher aufgekommen. Wir haben gemerkt, Donnerstag, Freitag, Samstag steigert sich stetig. Wir sehen auch an den Ständen sehr viele Beratungsgespräche, sehr intensive Gespräche auch und deshalb sind wir sehr zufrieden. Mega cool, und das ist ja auch genau eigentlich das Ziel von dem Ganzen, dass wirklich die Leute mal vorbeikommen können, mal sich informieren können, was alles gibt. Jetzt, wir haben unseren eigenen Stand ja auch mitgenommen, E-Commerce. Hast du schon mal etwas von uns gehört oder hast du schon irgendwo mal etwas von uns gesehen auf den Social Media Kanälen? Auf den Social Media Kanälen habe ich euch auf TikTok gesehen. Das haben ihr im Vorfeld von der Messe das sehr gut gemacht. Sie sind ja vor der Messe in ihren HB gegangen und haben gesagt, hey, da, die nächsten 3 Tage findet dann die Bildungsmesse statt. Das ist sehr, sehr wertvoll, auch für uns als Messe sehr wertvoll, dass die Aussteller eben auch Besucher an unsere Messe anbringen. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Stand gerade hinter uns anschauen vom E-Commerce, den wir aufbauen haben, was ist so dein erster Eindruck von dort? Er ist sehr eindrücklich, sehr schön dekoriert und das ist auch etwas, was für uns als Messe wichtig ist, dass die Aussteller so schöne Stände machen und deshalb sind auch Besucher dann auch begeistert und sie kommen dann auch sehr gerne an die Stände. Absolut, eben, das ist ja genau das Gleiche wie eigentlich im Marketing, oder? Man muss mal die Aufmerksamkeit der Leute generieren und dann würde ich sagen, ja, wenn wir den Tag wirklich noch Vollgas geben, wirklich durchpushen. Mega Freude haben wir, so viele Leute sind da. Und ich glaube, da wird der Ansturm am Nachmittag dann noch viel, viel grösser. Und dann wünsche ich euch auch noch ganz viel Erfolg. Danke vielmals. Ja, natürlich hat uns nicht nur die Meinung vom Messeleiter Wunder genommen, sondern auch von allen anderen Messebesuchern. Und um das herauszufinden, sind wir mal umgegangen und haben die Leute gefragt, ob sie das E-Commerce denn schon von den Social Media Kanälen kennen. Nein. Seit heute ja. E-Commerce. Tatsächlich kenne ich nicht. Ja, voll, ich habe schon vieles davon gehört, wegen der Insta-Werbung. Nein, habe ich noch nie gehört. Ich kenne es, seit ich da bin, ja. Seit du da bist, wie hat sich das ergeben? Dadurch, dass ich mich informiert habe und jetzt auch ein bisschen Ahnung habe, was ich so mache. Und jetzt kenne ich es und jetzt finde ich es eigentlich eine gute Sache. Sehr cool. Und hast du schon Werbeanzeigen von uns gesehen auf Social Media noch gar noch nicht? Jetzt schon. Seit ich da war, habe ich das Handy gefunden. Jetzt müssen wir da Werbung machen, damit sie auch weiss, um was es geht. Seitdem verfolgen wir dich eigentlich. Jetzt mal eine andere Frage. Was würdest du sagen? Werden Online-Verkäufe, also wenn man im Internet bestellt, werden die zunehmen in den nächsten Jahren oder nicht? Mal, Internet wird eindeutig zunehmen. Die Leute wollen nicht mehr in die Läden gehen. Sie wollen schnell, sie wollen es einfach. Das wird eindeutig sehr, sehr durch die Decke gehen. Ja, also ganz sicher, weil in der Zukunft kommt wahrscheinlich viel mehr AI. Und ich glaube, dass das nun mal einen richtigen Boost gibt für
Online-Shops? Tendenziell auf jeden Fall zunehmen. Das merkt man ja auch rein, wenn man sich Statistiken und so anschaut. Ich denke, die Online-Verkäufe werden tatsächlich zunehmen. Ich denke, es wird immer mehr zunehmen. Also für mich persönlich ist es bequemer, weil ich muss nicht in den Laden gehen und Zeit verlieren. In dem Fall hast du schon mal online etwas bestellt? Praktisch nur. Ja, ich habe viel online eingekauft. Immer wieder, ja. Ich persönlich gehe viel weniger mehr in die Läden Kleider kaufen. Bestelle ich online, weil die Auswahl grösser ist. Ja, wie wir gesehen haben, einige kennen uns, andere kennen uns noch gar nicht. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, weil das heisst, wir haben auch Luft gegen oben, um mit dem E-Commerce in der Schweiz noch bekannter zu werden. Selbstverständlich ist das aber erst der Anfang unserer Reise. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.